Klaus, ihr von Rabmer unterstützt wieder unsere Hotelkonferenz. Warum ist euch das Thema CO2-Neutralität in der Hotellerie, warum ist euch das überhaupt ein wichtiges Anliegen? Ja, das kommt natürlich aus der Geschichte des Unternehmens. Umwelttechnologie begleitet uns jetzt schon seit über 20 Jahren. Und vor rund 10 Jahren haben wir einen Schwerpunkt gesetzt in das Thema erneuerbare Energien, Wasser- und Energieeffizienz. Und mit dem Thema sind wir auch in die Hotellerie gegangen und entsprechend bauen wir das rund um dieses Thema, auch unser Produktportfolio immer weiter aus und beraten auch die Unternehmen bis hin in Themen mit Photovoltaik, Speichertechnologie, was jetzt schon weit über unseren Themenbereich hinausgeht, aber wo wir unsere Netzwerke nutzen und die Hotellerie da auch mit vernünftigen und guten Lösungen unterstützen. Ihr kommt ja klassisch aus der Bautechnik und habt euch in die Energietechnik extrem stark reingearbeitet. Heizen, Kühlen, Wasseraufbereitung, das sind so eure Steckenpferde. Wenn wir uns jetzt die Hotellerie anschauen und sagen, okay, ein Pool von 100% wird jetzt an Energie verbraucht oder verbraten sogar. Wie viel Prozent schätzt du, sind in Österreichs Hotelbetrieben durch kluge Energiesparmaßnahmen jetzt nur im Bereich Warmwasser und Heizung und Kühlung noch zu holen? Ja, man muss unterscheiden kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig lassen sich sicher durch kluge, intelligente Energieeffizienzmaßnahmen sicher gleich einmal zwischen 20% und 40% Energieeinsparung realisieren. Das beginnt mit einer intelligenten Heizungssteuerung, das geht hin Reduktion von Warmwasserverbrauch, das geht hin sich zu überlegen mit Isolierungen, Hausisolierungen und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, wo wir uns natürlich spezialisiert haben im Bereich Heizung, Wärme, Lüftungssysteme beziehungsweise natürlich mit unserem Eco-Water-Jet, wie kann ich rasch und einfach den Warmwasserverbrauch bei Duschen oder bei Handwaschbecken um 40% bis 50% reduzieren. Und ganz wichtig, immer ohne Komfortverlust für die Gäste und absolut wirtschaftlich, das heißt, wir reden hier von Amortisationszeiten von 4-5 Monaten. Wenn du das sagst, dann frage ich mich, warum haben das noch nicht längst alle Hotels? Warum haben es da noch nicht? Ist natürlich eine Wissensfrage. Wir machen viel Marketing, viel Werbung, um dieses Wissen in die Hotellerie zu bringen. Ist natürlich aber auch eine Frage des Schwerpunkts. Die Hotellerie ist natürlich von ihrem Fokus her, sind sie Gastgeber, sie konzentrieren sich, dass es dem Kunden gut geht, dass sie ihm ein optimales Heim, einen optimalen Aufenthalt bieten. Da ist das Thema Technik, Energietechnik natürlich schwierig und steht vielleicht nicht immer an erster Stelle. Das ändert sich aber momentan ganz massiv und das sehen wir entsprechend auch in der Auftragslage. Das heißt, da geht es eigentlich darum, zuerst einmal hinschauen, die eigenen Zahlen kennen, dann in Panik verfallen und dann sagen, Hilfe, Klaus. Ja, so ungefähr. Natürlich, Bestandsaufnahmen ist das Um und Auf. Ich muss einmal wissen, wie schaut es bei mir im Hotel aus. Ja. Und dann überlege ich mir, welche Ziele habe ich, was will ich realisieren. Dann beginne ich an Maßnahmen zu denken und dann wird es schwierig, weil dann sind wir in der Technologie. Und da raten wir immer, sich wirklich kompetente Partner dazu zu holen, die ihnen helfen, unterstützen, diese Projekte auch umzusetzen, weil diese Projekte ja teilweise auch nicht in 1-2 Monaten oder einem Jahr realisiert sind, sondern sich teilweise über Jahre hinwegziehen die Prozesse und das ein ständiger Optimierungsprozess im Hotel ist. Und das finde ich so schön bei euch, dass ihr euch wirklich dann als die Energiefreunde der Hotels quasi bezeichnet, dass ihr da diese Begleitung, diese Planung echt in die Hand nehmt, so lang und auch vorher die Ist-Situation so sorgfältig prüft, dass ihr wisst, welche Maßnahme passt denn jetzt zu dem Haus und dass dann großartige Lösungen rauskommen. Danke. Dankeschön.